Herzlich willkommen zu diesem Live. Heute geht es um das Thema energetisches Manifestieren. Was ich die letzten Monate und Jahre falsch gemacht habe, Dinge, die ich nicht beachtet habe, das möchte ich heute mit euch teilen. Also die Kunst des energetischen Manifestierens. Wie geht das? Was ich immer mit euch geteilt habe und was du auch überall eigentlich findest, ist ja dieses, wisse erstmal, was du willst. Fühle es und bleib so gut es geht positiv dabei und dann werden sich deine Wünsche erfüllen. Was ich mit euch teilen möchte, ist, dass einiges bei mir sich nicht erfüllt hat. Ich habe ja so viele Videos zum Thema Manifestieren gemacht und bin auch nochmal in die Tiefe gegangen, dass wir die Energie brauchen von dessen, was wir haben wollen. Wenn wir uns zu dieser Energie anpassen, dann können wir die Dinge anziehen. Und das sind Dinge, die nicht nur in Büchern stehen, sondern auch wissenschaftlich ja mittlerweile sehr erforscht werden, dass es ein Quantenfeld gibt, dass alles hier aus Energien besteht, auch wir Menschen, die Pflanzen, alles, was wir um uns herum sehen, alles kodiert mit Energie. Und wenn wir eine gewisse Energie haben, ziehen wir auch nur gewisse Dinge an. Ja? Das heißt, bin ich in der Energie von Freude, bin ich in der Energie von Dankbarkeit, bin ich in der Energie, in einer hohen Energie des Friedens und der Liebe, kann ich keine Situationen anziehen, wo mir jemand Scham, Schuld oder Angst macht. Das geht in dem Moment nicht, wenn ich diese Energie halte. Das wissen wir ja alle. Und ja, nicht alle. Und wir geben uns Mühe, ja. Ich gebe mir auch Mühe, das heißt, ich gebe mir Mühe, aber ich gucke, dass ich so gut es geht, authentisch für mich, wenn keiner hinschaut, wenn die Kamera aus ist, so authentisch wie möglich zu sein, um in dieser Energie zu sein. Doch dann kommt ja das Leben dazwischen. Und nicht immer ist alles so einfach zu manifestieren, wie wir es haben möchten. Ja, das heißt, ich habe einiges manifestieren können in meinem Leben, aber nicht alles, was ich mir gewünscht habe bis jetzt. Und ich bin dann irgendwo hängen geblieben und habe dann gemerkt, woran es liegt. Und meine Erfahrung ist, dass es an gewissen Blockaden liegt, an gewissen Überzeugungen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Überzeugung habe, das war in Corona immer sehr spannend bei mir, als es anfing, darf das Wort, glaube ich, gar nicht sagen, sonst wird es hier wieder runtergestuft, mein Video. Da hatte ich das Gefühl, okay, ich werde nicht so viel Geld verdienen, weil es ist ja jetzt Krise und es sieht ja alles schlecht aus. Und natürlich, das war dann die Überzeugung, trotz dass ich meine meditiert habe. Ich habe meditiert, in mein Büchlein geschrieben, habe dafür gesorgt, dass ich in der Freude bin, habe dafür gesorgt, dass ich in der Energie bin von dem, ich rede mal jetzt von Geld, ja, von dem Geld, was ich haben möchte. Und trotzdem kam nicht das, was ich haben wollte. Wenn wir manifestieren, manifestieren wir auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das ist ja energetische Ebene, dann ist es körperliche Ebene, das ist auch unser Mindset. Und natürlich unsere Überzeugungen. Das heißt, ich war in der Energie. Ich war, habe alles gemacht, meditiert, visualisiert. Ich habe meine Vision Board. Trotzdem kam nicht das, was ich haben wollte. Und wisst ihr, das, also eine meiner Herausforderungen ist es, so authentisch wie möglich zu sein, auch für euch. Also nicht euch irgendwas zu erzählen, wenn die Kamera aus ist, bin ich anders. Und diejenigen, die mich schon getroffen haben, persönlich wissen, dass ich so bin, wie ich mich auch zeige. Nur, was das Manifestieren betraf, dieses energetische Manifestieren, dachte ich mir, was machst du falsch? Ja? Stellst dich besserwisserisch hin vor YouTube, für TikTok und Instagram, erzählst was, aber dann gibt es gewisse Bereiche, wo es bei dir einfach nicht geht. Was ist das? Guck hin, weil umso länger ich euch was vormache, mache ich auch meinem Unterbewusstsein was vor. Und authentisch sein vor der Kamera kann ja jeder. Wir können so tun, als ob. Aber das Unterbewusstsein ist nicht dumm. Das heißt, eine Energie können wir nicht betrügen. Okay, dann habe ich überlegt, was kann das denn sein und habe dann herausgefunden, dass es. Ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Schreibt gerne nochmal rein, ob mein Ton gut ist. Und dann habe ich bei mir reingehorcht. Ja, hier die Frankfurter. Was kann das sein? Sag mal, du beachtest alles. Was kann es sein, dass du trotz allem deine Ziele nicht erreichst, die du haben möchtest, obwohl du dich dieser Energie anpasst? Ich verhalte mich so, ich fühle so, ich schreibe in mein Buch und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, das sind Blockaden. Es sind Überzeugungen in mir drin. Und solange diese Überzeugung energetisch da ist, ist es wie ein Damm. Und das, die Energie kann nicht fließen. Das geht einfach nicht. Da kann ich meditieren. Vielleicht kennt ihr das ja. Ne? Wer von euch meditiert regelmäßig und affirmiert regelmäßig und schaut sich die Vision Board an und geht energetisch rein in das, was er möchte. Und es klappt nicht.
ich habe das dann erst gemerkt, wo bei mir der Gedanke kam, ja, dann ist es einfach nicht dein Weg. Ne? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, so wie ich es haben möchte, dann ist es einfach, solltest deine Seele das einfach nicht erleben. Kommt da gerade jemand rein? Lalau, ich bin gerade hier live. Geh bitte nur hier vorne auf dieser Seite, wenn du reinkommen solltest. So, ich sehe niemanden, weil es ist alles hinter mir. Okay. Ich bin gerade live, oder hier bist du drin? Okay. Genau, dann kam bei mir dieses Gefühl, dann ist, hat meine Seele sich einfach anders entschieden. Ja, dann ist es einfach nicht mein Weg, dann sollte ich halt nicht die Summe verdienen und das machen und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, nein, das kann nicht sein, das ist eine Ausrede. Es ist so, da gibt es in Tunesien einen Spruch, der Fuchs, wenn er nicht an die Trauben kommt, dann sagt er, ach, die sind doch eh bitter, ja, schmecken doch eh nicht so gut. Aber nur, weil er es nicht schafft. Da können wir uns ja beobachten im Alltag, es ist sehr, sehr oft so, dass wenn wir etwas nicht erreichen können, dass entweder Neid hochkommt oder naja, so toll ist es ja auch wieder nicht. Das ist auch wieder ein Zeichen fürs Unterbewusstsein. Wenn ich mir sage, dann ist es nicht mein Seelenweg, dann soll es halt nicht sein, sagt das Unterbewusstsein, brauche ich nicht weiter arbeiten. Ist ja wie Google, ja? Es braucht ja meine Anleitung, es braucht ja meine Befehle sozusagen. Ist ja wie ein kleines Hündchen, das auf meine Befehle hört. Und wenn mein Befehl ist, für mich ist es anscheinend nichts, dann werde ich dieses Ziel auch nicht erreichen. Genau, und dann kam mir dann der Gedanke hoch, sag mal, was ist das, was dich daran hindert? Na, was sind denn deine Ausreden? Und meine Ausrede war, das ist gerade Krise. Es ist gerade das, was ihr hier gerade so seht, ne, was hier abgeht. Die ganzen News, die man so mitbekommt, Mittelschicht soll zerstört werden, bla bla bla. Ja, dann trifft mich das ja auch und dann kann ich ja auch nicht mehr Geld machen. Wie denn? Das ist ein Glaubenssatz und das ist eine Blockade. Und da kann ich noch so energetisch arbeiten, wie ich möchte. Da kann ich noch so positiv sein und all die Sachen, die ich euch eben erwähnt habe. Ich werde es trotzdem nicht erreichen können. Vielleicht irgendwann mal, aber das dauert. Also, das ist eine Blockade, an der wir arbeiten können. Nochmal, was ist eine Überzeugung? Weil manchmal kommen Fragen. Moment, da muss ich mal jemanden hier gerade rausschmeißen. Manchmal kommt die Frage, was ist denn eine Überzeugung? Was ist eine Blockade? Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Gedanke, den wir glauben, ohne ihn zu hinterfragen, weil wir ihn übernommen haben von unseren Eltern, auch von der Gesellschaft. Ne? Auch gesellschaftlich haben wir große Themen, was Manifestieren betrifft, was Geldfluss betrifft, ne? Dass mehr Geld zu dir fließen darf. Es geht nicht darum, Millionär zu werden oder super reich zu sein, sondern dass einfach mehr Geld zu dir fließen kann, ohne dass du ständig darüber nachdenken musst. Und da gibt es auch in der Gesellschaft Überzeugungen und Überzeugungen, wie gesagt, die hinterfragt man nicht, weil man denkt, die Welt ist einfach so. Ne? Wenn alle sagen, der Himmel ist blau und die Wolken sind weiß und dann sehen wir das auch nur so. Und irgendwann sieht jemand, der Himmel ist nicht immer blau, manchmal ist er ja auch rot. Und wenn alle sagen, nein, das stimmt nicht, dann wird das für sie auch so sein, dann sehen sie nur das Blaue. Da gibt es ja diese Geschichte, vielleicht kennt ihr die mit dem Volk, wo ein Schiff kommt übers Meer und diese Indianer oder Ureinwohner haben schon gemerkt, irgendwas kommt, weil die es am Meer, am Wasser gemerkt haben, das bewegt sich anders. Die konnten aber das Schiff nicht sehen, weil sie noch nie ein Schiff gesehen haben und sich damit nie beschäftigt haben. Weil ihr Glaubenssatz ist, sowas nicht gibt. Es gibt nichts, das auf dem Wasser so groß und schwer ist, dass es darauf oben bleiben könnte. Bis sie es dann irgendwann sehen konnten, weil einer der Führer das dann gesehen hat und gesagt hat, da ist was. Wo? Da? Wo? Da? Ne? Und dann irgendwann konnten sie es auch sehen. Und so ist es auch mit unseren Blockaden, wenn wir sie nicht hinterfragen. Und zwar bei mir auch so spannend, weil ich ja 2020 viel damit zu knabbern hatte, mit der Situation, die kam und wirklich sehr, sehr wenig verdient habe in diesen, ja, gerade in den Monaten, wo es dann anfing, die ersten Monate, weil ich so gehadert habe damit, dass jetzt ist es aus und jetzt und bla bla. Also ganz viele unterbewusste Glaubenssätze, die ich ungefiltert durchgelassen habe in mein Unterbewusstsein, die dafür gesorgt haben, dass ich weniger umgesetzt habe im Alltag, weniger daran geglaubt hat, im Alltag doch umgesetzt habe ich schon, diese ganze Energiesache. Aber die Blockade ist einfach schön, die hat sich schön eingenistet. Das ist nicht immer nur Kindheit, das ist ja auch in unserem Erwachsenenalter, dass wir Überzeugungen haben. Ich gebe euch noch ein Beispiel aus meinem Coaching letzte Woche von einer wundervollen Frau. Da ging es darum, sie ist, glaube ich, um die 50. Wahrscheinlich schaust du auch jetzt gerade zu, 50, 60. Und würde jetzt auch gerne einen Mann kennenlernen. Und haben wir darüber geredet, ne? Ich möchte dann immer wissen, wie siehst du das, was denkst du, wie du jemanden kennenlernen könntest und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, aber was denkst du? Was ist denn deine tiefste Überzeugung? Was denkst du, wenn du unterwegs bist und du siehst einen Mann, der dir gefällt? Was denkst du in dem Moment? Denkst du vielleicht, das haben viele Frauen, naja, sieht es vielleicht gut aus und ist interessant, aber ich glaube, ich würde ihm nicht gefallen, ich bin nicht gut genug oder nicht schön genug. Meinte sie, ja, natürlich denke ich das. So, das denken ganz viele Frauen.
Und das ist ein Glaubenssatz, der ist kollektiv in uns Frauen drin, dass wir denken, ein Mann, der sehr hochwertig ist, sehr wertvoller, ich rede jetzt von wertvollen Männern, den ich auch möchte, möchte mich aber nicht, weil ich ja nicht perfekt bin. Und dann habe ich sie gefragt, hast du schon mal Frauen gesehen, die nicht so toll aussehen, wie du denkst, die trotzdem tolle Männer an ihrer Seite haben? Da sage ich das Wort toll. Irgendwo habe ich gehört, toll kommt von Tollwut, sollte man nicht sagen. Sagt sie, ja, doch, stimmt. Hast du nicht auch wunderschöne Frauen gesehen, die mit Männern zusammen sind, wo du denkst, warum hast du dir jetzt den geschnappt? Sagt sie, ja. Also, das sind unsere Glaubenssätze, das sind unsere Überzeugungen. Es gibt Frauen, wo du manchmal denkst, woher holt sie dieses Selbstbewusstsein? Warum liebt er die? Für was denn? Was hat sie denn? Ich bin, das hat sich jetzt eingebildet an, aber ich bin noch viel besser. Warum hat sie den und nicht ich? Es ist ihre Überzeugung. Es ist, wie sie über sich selbst denkt, wie sie mit sich selbst redet. Ihre tiefste Überzeugung. Und wenn sie meint, dass sie wertvoll ist, was auch jeder ist, wird der andere das energetisch aufschnappen. So, es sind immer drei Ebenen, an denen wir arbeiten, was ich eben gesagt habe, Energie, Körper und unser Mindset, um diese Energie für uns nutzen zu können, das anzuziehen, was wir haben möchten. Und ich habe ja eine Überraschung für euch. Ihr wisst ja, dass jetzt bald ein Training rauskommt von mir. Das wird im Juli rauskommen, wo wir gemeinsam diese Dinge zusammen machen. Wo ich dir zeige, wie du diese Überzeugung im Körper, weil die ist im Körper. Das ist es ja. Das Problem ist, dass wir nie am Körper arbeiten. Wir arbeiten am Mindset. Ne? Das ist das, was ich die letzten Monate bei mir so gemerkt habe, dass ich ganz viel in meinem Mindset bin, dass ich ganz viel, aber es nicht verkörpert habe, nicht im Körper gelandet bin. Und es sind verschiedene Stufen. Verschiedene Sichtweisen, die ich nie so gesehen habe. Wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, machen sich Fenster auf, es machen sich Tore auf und Türen auf, um neues Wissen reinzulassen, das du oder das ich für mich nutzen kann und merke, okay, da verändert sich wirklich viel. So. Muss ich gerade überlegen, was ich euch erzählen wollte. Ich habe mir nämlich hier noch Notizen gemacht, die Blockade bei mir. Ja, bei mir war die Blockade. Vielleicht kennt der eine oder andere die. Eine Blockade, die in mir war, die ich erstmal so wirklich wahrnehmen durfte, wenn ich mehr manifestieren werde, also wenn ich mehr anziehen werde in meinem Leben, an Geld, an tollen Dingen. Ich habe ja Familie und Verwandte in Tunesien und die wollen daran teilhaben. Und die sind ja überzeugt, dass wir hier sowieso Milliardäre sind, nicht Millionäre. Die denken ja, wir sind ja Milliardäre in Deutschland, weil Deutschland ja, das ist alles so toll. Ist auch wirklich hier einfacher und besser. Ja, ist es, für mich ist es so. Aber was wir gerade jetzt hier, sagt man in Anführungsstrichen, wir Ausländer viel haben, ist, dass unsere Verwandten im Ausland denken, wir leben hier total im Überfluss und es steht ihnen zu, dass sie daran teilhaben dürfen. Und meine Angst war, ey Samad, wenn du jetzt mehr verdienst. Und die das mitbekommen sollten. Man denkt nicht, die das mitbekommen sollten. Das ist ganz tief im Unterbewusstsein. Dann wollen die mehr haben. Und wenn ich denen nicht gebe, dann werden sie mich ausschließen. Das ist ein ganz tiefer Glaubenssatz. Es gibt diese Core Beliefs, die ganz tief sind, die uns so nicht bewusst sind. Jetzt auf bewusster Ebene würde ich sagen, nein, kriegen die doch eh nicht mit. Und wenn, ich lebe doch hier. Ne? Trotz allem ist es eine Arbeit, wo ich herausgefunden habe an mir, dass eine ganz, ganz tiefe Angst, dass wenn ich mehr anziehe, energetisch, an Reichtum, dann wird die Familie mir wahrscheinlich den Rücken zukehren, weil sie wollen immer haben, 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 haben und ich kann doch nicht immer geben, 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 geben. Und dann bin ich dann reingegangen. Ist das wirklich wahr? Ja, die würden schon natürlich dann fragen. Und die würden dann, der ein oder andere würde dann Sachen erfinden, wo es heißt, kannst du mir bitte helfen? Ich brauche, ne? Und dann dachte ich mir, okay, Samad, aber wie war es denn jetzt die letzte Zeit? Ich helfe, seit ich arbeiten gehe. Ich helfe, seit ich Ausbildung mache. Dass ich immer wieder, wenn ich hingehe, wirklich, ich mache es auch gerne, aus der Liebe heraus unterstütze und Geld gebe, beziehungsweise unterstütze, wo ich kann. Wenn ich mehr Geld habe, würde ich dann nicht auch weiterhin unterstützen, wie ich es jetzt gerade mache? Also was jetzt aktuell ist, dass wenn ich nach Tunesien gehe oder wenn ich auch hier bin, sende ich gerne Geld. Ich mache es jetzt nicht hier, euch zu erzählen und zu sagen, ich bin so toll, sondern die haben das oft wirklich nötig dort. Die Ärzte, die können einen Arzt nicht bezahlen, weil ein Arzttermin einfach sehr viel Geld kostet. Wir haben hier eine Krankenversicherung. Die haben so viele andere Themen, die wir hier in Deutschland einfach nicht haben. Die bekommen kein Kindergeld, die haben keine Arztversicherung. Das heißt, sobald die zum Zahnarzt gehen oder sonst was, kostet es einfach so viel Geld, was sie nicht haben. Und deswegen bin ich natürlich da und unterstütze sehr, sehr gerne. Und ich mache es wirklich von Herzen, ohne das Gefühl zu haben, im Mangel zu sein. Und wenn ich jetzt mehr Geld bekommen sollte,
würde ich nicht trotzdem weiterhin so sein? Ja. Okay. Schaut mal, unsere tiefste Angst ist, dass wir nicht mehr zu unserer Herde gehören. Herde, zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zu denen, mit denen wir die ganze Zeit Kontakt haben, zu denen wir gehören möchten eigentlich. Und wenn wir uns verändern, passen wir ja nicht mehr rein. Wenn du mehr Geld machst, wenn du dich veränderst in der Persönlichkeit, in dem, wie du dich anziehst, mit deinem Auto, mit deinem Lebensstil, wie würden sie auf dich reagieren? Und dann sei mal ganz ehrlich, wie würden die auf dich reagieren, wenn die merken, die hat mehr Geld? Wie würden die auf dich reagieren, wenn die merken, in ihrem Leben läuft es richtig gut? Der eine oder andere wird sich natürlich freuen, aber es gibt doch immer noch Leute, die damit vielleicht ein Problem hätten. Und das sind Sachen, ihr Lieben, unser Unterbewusstsein weiß, was wir im tiefsten Inneren denken. Das heißt, es hat ja einen Keller, wo es sowieso alles gespeichert hat. Und das ist dann schon eine Blockade, die dafür sorgt, dass das, was ich mir wünsche, gerade auch mit diesem mehr Geld, was wir alle haben wollen. Ich weiß, das Thema ist jetzt gerade voll kontrovers, weil Thema Geld ist, hatte ich auch einen Post gemacht. Was verbindest du mit Geld? Die meisten Angst. Bei mir war Angst und Gier. Ganz, ganz groß. Bis ich es erkannt habe. Und jetzt immer noch daran arbeite. Weil Heilung bzw. dieses Transformieren des Themas braucht Zeit in meinen Augen. Ne? Jeder sagt was anderes. Manche sagen, es geht schnell, kann auch schnell gehen. Ich merke bei mir, ich brauche immer wieder dieses daran, mich ranarbeiten, dieses mich daran, also immer wieder bewusst sein im Alltag, das zu merken, dass mir gewisse Themen Angst machen, wie mit dem Thema Geld. Ne? Oder mit dem Thema Gier, immer mehr haben wollen, immer mehr sammeln. Bei mir war auch ein ganz großes Thema Sparen, 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 Sparen. Seit ich denken kann, Sparen, Sparen, Sparen. Die lachen mich aus, meine Geschwister. Hatte ich euch schon mal erzählt. Ja, irgendwann wirst du sterben und unter deinem Grab hast du dann das ganze Geld mit, hast du das ganze Geld und du hast nichts damit im Außen gemacht. Und es hat mich immer geärgert, weil ich dachte, ja, ihr wisst auch nicht, wie man mit Geld umgeht. Dabei ist es meine Blockade gewesen. Meine Blockade. Ich kann auch das Geld genießen, empfangen, was damit tun. Warum soll ich nur sparen, sparen, sparen? Das Verstecken. Das ist ein Thema, wo ich mich immer noch damit arbeite. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ich muss sparen oder die Angst, also diese tiefsten Ängste, die habe ich für mich aufgelöst. Im Alltag, wenn ich dann getriggert werde, weiß ich, wie ich dann damit zu arbeiten habe, dass mein Unterbewusstsein diese Info bekommt, alles gut, ne? Alles sicher, alles gut, es kann weiter mehr zu mir fließen. Wie ich ja eben am Anfang gesagt habe, es gibt verschiedene Ebenen, an denen wir arbeiten können. Und wisst ihr, das Spannende ist, als ich ganz am Anfang gearbeitet habe daran, kam am nächsten Tag direkt schon das Feedback energetisch von der Welt, von meiner Umwelt, auf verschiedenen Ebenen. Und das werde ich in dem Kurs mit euch auch nochmal richtig, das ist eine richtige Schulung, wo ich das mit euch durchgehe. Was noch dazu kam, ist, dass ich neue Projekte reinbekommen habe. Das heißt, ich mache ja jetzt hier YouTube und so weiter, das Social Media, mache ja noch was anderes. Das heißt, es hat sich etwas Neues aufgetan gehabt. Das ist auch schon ein halbes Jahr her. Dann letztes Jahr hat sich auch ein neues Thema aufgemacht, wo ich regelmäßig Aufträge bekomme und dafür auch nochmal eine gewisse vierstellige Summe, was natürlich für mich sehr viel ist, wenn du das jeden Monat bekommst. Das heißt, es haben sich mehrere Geldhähne aufgemacht, die zwar noch klein sind. Manche verdienen im Monat, keine Ahnung, 100.000. Da bin ich noch nicht, aber es ist mein Weg dahin. Aber ich merke, okay, weißt du, es tropft von hier, es tropft von da, es tropft von da. Das heißt, dieser Damm ist nicht mehr so hart wie vorher, sondern der fängt schon an, fließen zu lassen, fließen zu lassen, fließen zu lassen. Das ist ja interessant. Das heißt, diese Arbeit bringt was. Ich hatte euch, glaube ich, schon mal erzählt, manchmal komme ich an den Punkt, wo ich denke, vielleicht kennt ihr dieses Imposter-Syndrom. Das heißt, ich erzähle das. Ich lebe damit und manchmal habe ich das Gefühl, ich mache allen was vor. Ich mache mir was vor, ich mache der Menschheit da draußen was vor, bringt doch eh alles nichts. Aber im Alltag sehe ich dann die Beweise, dass es was bringt. Und die Leute, die ja zu mir kommen, das ist immer das Beste im Coaching, die mir dann schreiben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, was sich verändert hat. Das Imposter-Syndrom ist echt so ein spannendes Thema, Leute, unglaublich. Also Imposter ist wirklich, du kannst etwas, du bringst es der Welt, also du bringst es auch raus, du lebst das. Hast aber immer noch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Hast immer noch das Gefühl, das falsch zu machen. Hast immer noch das Gefühl, nicht, dass sie mich erwischen, dass ich eigentlich gar nicht so, dass meine Abschlüsse ist nicht der Rede wert sind, ja, dass ich doch nicht so gut bin. Das ist etwas, was auch aus unserer Kindergartenzeit, ja, vielleicht auch aus unserer Schulzeit herrührt, ja, weil man lernt, 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 lernt und nicht immer kriegt man eine Eins. Manchmal ist es auch eine Vier, manchmal ist es eine Fünf, manchmal ist es eine Sechs. Und dann hat man manchmal das Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein. Leider. Das
Kenne ich total, so Zweifelsphasen. Ne, diese Zweifelsphasen hat, denke ich, echt fast jeder in unserer Gesellschaft. Genau. Also, ah ja, hier hatte ich noch etwas, was ich mit euch noch durchgehen wollte, mit meiner Tante in Tunesien. Das ist super spannend, das Thema. Also, so, das allererste, genau, ich hatte euch ja eben erzählt, so, ich will nicht so durcheinander das live machen und ich merke immer, dass ich voll ausschweife. Ich hatte euch jetzt von meiner Blockade erzählt, die Angst, die wirklich tief in mir drin ist oder war, mittlerweile nicht mehr. Wenn ich mehr Geld mache, dann wird es ein Problem mit der Familie sein. Ja, ich hab ja so meine Themen mit meinem Vater, mit Geld damals, weil er immer von mir Geld wollte, weil ich immer genug verdient habe und er es immer von mir haben wollte. Und wenn nicht, es gab immer Streit, er wollte mich immer von zu Hause rausschmeißen. Jetzt erzähle ich es, weil er nicht mehr lebt. Ich glaube, es wird ihm sehr wehtun. Ich weiß, dass er es nicht böse gemeint hat, aber es war ein Kampf für mich. Es war gefährlich, viel Geld zu machen. Ich war ständig in Gefahr. So hat es natürlich auch mein Körper abgespeichert. Und deswegen bin ich dann irgendwann in diese Sperre gekommen, dass ich nicht über 60.000 reinbekommen habe. Nicht mehr so viel. Also, das heißt nicht mehr so viel. Mehr ging nicht mehr. Da bin ich dann stecken geblieben. Ich habe dann nochmal zurückgedacht. Das war dann auch die Summe, die ich damals so zusammen hatte. Und mein Vater wusste nicht, dass es diese Summe ist. Die hatte ich so zusammen und ich hatte verschiedene Jobs. Ich habe es wirklich mit Freude gemacht. Das war jetzt nicht stressig oder so. Ich habe es mit Freude gemacht. Aber das Geld hat man mir halt nicht angesehen. Es war immer schön irgendwo in irgendwas investiert, aber nicht jetzt an Kleidung oder Auto oder so. Ich hatte ganz normales, damals mit 18 hatte ich mir ein Fiat Tipo geholt. Ich glaube, der hieß damals so. Und danach hatte ich mir ein anderes Auto geholt, aber ganz normal halt. So, und damals gab es dann einen riesen, riesen Krach zu Hause mit meinem Vater, wo er mich an den Arm genommen hat und gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du gehst jetzt raus, du verschwindest von hier, von zu Hause. Und es war für mich ganz schlimm. Ich wollte ja zu Hause bleiben, wohin soll ich? Und dann noch, wir kommen aus einer arabischen Gesellschaft, was sollen die Leute denken? Die werden denken, ich habe mit irgendwelchen Männern rumgemacht, ich bin irgendwie voll die Piep, ne? Und davor hatte ich große, große Angst. Und das war damals die Summe. So. Und so, auf jeden Fall, ich bin zu Hause geblieben, war alles dann auch am Ende gut, aber er war halt nicht gut, auf mich zu sprechen. Das hat mir sehr wehgetan, natürlich, weil ich habe ja nichts gemacht. Ich gehe doch nur Geld verdienen und du willst mein Geld. Und er hat natürlich, ich habe einige Rechnungen bezahlt von zu Hause, aber er wollte natürlich immer mehr von mir haben. Und ich habe dann gemerkt, nein, das mache ich nicht, weil das ist meins, es steht mir zu, ich mache damit, was ich will. Und wie gesagt, ich habe es dann immer einfach nur zur Seite gelegt und investiert in Dinge. Und damals mit diesem Rauschmiss, wo ich aber zu Hause geblieben bin, fing dann die Blockade an, nicht mehr verdienen. Ich bin immer bei 60k geblieben, immer nur bis dahin, nicht mehr. Ne? Das ist dann immer wieder runter. Dann habe ich irgendwie, da ist was mit dem Auto kaputt gegangen oder ich musste meinen Eltern was ausleihen, weil irgendwas war mit Versicherungen oder mit, keine Ahnung, es war immer irgendwas. Das habe ich erst vor kurzem gemerkt, vor ein paar Jahren. Ja, jetzt, 20 Jahre später, habe ich das dann gemerkt, ah, okay, ich komme nicht weiter über diesen Betrag wegen der Erfahrung. Das ist unser Unterbewusstsein. Der hat damals gespeichert, mein Unterbewusstsein, dass es gefährlich ist, mehr zu verdienen, weil dann bin ich aus meiner Sippe, werde ich rausgeschmissen. Also bei mir war es wirklich deutlich dann. Bei den anderen ist es nicht ganz so deutlich wie bei mir, das ist dann subtil, aber es war dann deutlich. Und mein Unterbewusstsein will mich ja schützen, mein Ego auch. Deswegen wurden dann Schutzmechanismen und Barrieren und Mauern hochgefahren, dass das Geld nicht mehr kommt. Es darf nicht kommen, weil es ist gefährlich. Es ist auf jeden Fall gefährlich. Leute, bis ich darauf gekommen bin, dass es das ist. Ich habe es noch nicht mehr gemerkt, weil ja, Geld war ja immer dann da, aber ich wollte ja irgendwann mehr, wo ich mir dachte. Und das war dann das, wo dann mein Kopf gesagt hat, nein, Samad, du kannst nicht mehr machen, weil es ist nicht dein Weg. Das war dann die Geschichte mit dem Fuchs, wenn er nicht hochgehen kann, oder der Wolf, zwar der Fuchs, zu den Trauben, sagt er, die sind doch eh sauer. Ja, bei mir auch, ich schaff's nicht. Ja, dann ist es nicht mein Weg. Doch, es ist für jeden sein Weg. Jeder kann das machen. Jeder, der hier ist. Also ich rede nicht von Menschen, die wirklich aus Armutsländern, nein, nein, nicht im Monat, generell. Also nicht 60k im Monat. Das ist ja so einer meiner Ziele, aber es war nicht 60k im Monat. Nein, nein. Es wäre jetzt gelogen. Ich bin generell immer zu dieser Summe gekommen und dann ging es nicht mehr weiter. Ich konnte nicht noch mehr anspannen. Ich konnte nicht noch mehr insgesamt verdienen. Das war insgesamt. So, und das ist jetzt eine Blockade. Und wenn wir diese Blockade nicht sehen, laufen wir im Alltag durch die Gegend und denken, ich bin nicht gut genug oder man macht sich auch oft keine Gedanken. Ne? Wir halten uns ja klein. Wir halten uns klein, indem wir denken, wenn ich meine Rechnungen bezahlen kann, ist doch alles gut. Hauptsache, ich habe einfach nur meine Ruhe. Ich gehe arbeiten, kann meine Rechnung zahlen, alles ist gut. Damit halten wir uns klein. Das wird uns ja noch nicht mal bewusst. Und gerade jetzt wird es aber vielen bewusst, weil einfach die Preise immer höher werden. Es gibt genug Leute, die genug verdienen, aber die Masse der Menschen verdient nicht mehr und hat aber höhere Preise und sitzt dann da und weiß nicht, was sie machen soll. Jetzt fangen viele Leute an, aufzuwachen und zu merken, irgendwas stimmt hier nicht. Die Energie ist nicht ausgeglichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bemerken, dass da überhaupt eine Blockade ist, eine Mauer ist, die dafür sorgt, dass der Geldfluss einfach nicht fließen kann.
dass es einfach abhält, um uns sicher zu halten. Und jeder hat da sein Thema. Nicht jeder hat ein Thema mit seinem Vater. Nicht jeder hat ein Thema überhaupt mit seiner Familie. Und da sollte man aber trotzdem reingucken. Was ist das denn da für eine Blockade? Weil wenn du die weißt, wie bei einer Wunde, wenn du weißt, dass da eine Wunde ist, dann kannst du ja dafür sorgen, dass du schaust, okay, was braucht die Wunde jetzt? Was kann ich tun? Ja, ich gehe zum Arzt und der kann vielleicht mal gucken, wie er mir helfen kann. Wenn ich sie nicht sehe, lebe ich nur die Symptome. Indem zu wenig da ist, indem ich zu gestresst bin, indem ich, war auch bei mir ein Glaubenssatz, viel arbeite für wenig. Das war auch ganz stark in mir drin. Aber es ist ein Ahnenthema. Das haben sehr viele von uns, ne? Dass wir denken, ich muss erst eine Ausbildung, ich muss erst das und ich muss und ich muss. Und dann kommt dann so wenig rein. Und das alles ist nicht nur in unserem Mindset gespeichert, in unserem Kopf oder in unserem Energiefeld. Das ist auch in unserem Körper gespeichert. Und das gilt es zu erkennen. Und ich habe eine Tante, das wollte ich euch noch erzählen, eine kurze Geschichte in Tunesien. Mein Vater hat ja mehrere Schwestern und Brüder. Und also ich rede immer von der Familie meines Vaters, weil die nicht wirklich sehr viel Geld haben. Ne? Die Familie meiner Mutter ist da eher wohlhabender jetzt gerade. Und diese Tante von mir, die wohnt in den Bergen. Also sie wohnt sowieso generell in den Bergen da in Tunesien, wo meine Familie dort herkommt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr waldig. Also wenn man da spazieren geht, riecht man, oh Gott, das ist ein Traum. Man riecht die Tannenbäume. Man riecht, das ist so, als würde ich von ätherischen Ölen umgeben sein. Das letzte Mal vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, 2018, glaube ich, war ich da, vor 4 Jahren, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, das sind Öle, die man riecht, das ist der Hammer, das ist ja noch so warm. Und dann diese Tannenbäume, die dich dann abkühlen und dann riechst du den Duft der Blüten, der Tannen, dieses Vogelgezwitscher. Dann haben die überall da Bäche und Flüsse und Trinkquellen, also die holen das Wasser ja frisch aus der Trinkwasserquelle. Das ist einfach ein Traum. Ich werde vermutlich dieses Jahr wieder hinfliegen, dann werde ich wieder ein bisschen was filmen für euch. Und dann habe ich eine Tante, die lebt mitten in den Bergen, außerhalb des Dorfes. Also alle Brüder und Schwestern wohnen innerhalb des Dorfes und die eine wohnt komplett außerhalb, so ganz oben auf so einer Bergspitze. Ich weiß noch, als ich sie zum ersten Mal besucht habe, da war ich 19 Jahre alt. Und als ich dort war, meinte ich, war komplett alleine, bin ich hingeflogen, habe ich dann zu einer meiner Tanten gemeint, ich möchte zu Tante Latifa. Und die meinte, oh, die wohnt oben auf den Bergen, das ist nichts für dich. Ja, und ich so, ja, trotzdem möchte ich hin. Ja, nee, das wird anstrengend, das bist du nicht gewohnt, da den Berg hochzusteigen. Und da gibt es Dornen, die haben ganz viele Pflanzen, die sind voller Dornen. Es gibt Skorpione, es gibt Wölfe, es ist ein gefährlicher Weg und es gibt wild freiläufende Hunde. Und es gibt einen Fluss, aber der Fluss war damals auch schon ausgetrocknet. Ansonsten ist ein sehr wilder Fluss. Wenn der im Winter da ist, kann die gar nicht mehr runter. Dann ist die echt monatelang und oben festgehalten in ihrem kleinen Häuschen. Ich habe aber darauf bestanden, dass ich unbedingt zu ihr hin möchte. Ich wollte einfach sehen, wie sie da lebt, weil mein Vater sehr oft über sie erzählt hat. Es war einer seiner Lieblingsschwestern. Und dann meinten die, okay. Und dann hat eine Tante und eine entfernt verwandte Cousine, die wollten mich dann begleiten. Es war wirklich sehr heiß. Ich dann mit meiner Mütze da, mit meinen kurzen Kleidungen sind wir dann dahin gelaufen durch den Wald, also wirklich durch den dichten Wald durch. Dann kam der ausgetrocknete Fluss. Das war alles so, also die Erde war so rot-braun und das war sehr steil nach oben. Also das war damals weiß ich noch, dass ich mir dachte, okay, vielleicht war es doch keine gute Idee, aber wenn du hier abrutschst, dann bist du hin. Weil wir sind dann unten im Fluss angelangt und mussten dann diese steinige, hohe Felsen hochklettern. Und für die krass, für meine Tante war das völlig normal. Und ich habe wirklich, ich dachte erstmal, dass sie mich unterschätzen, ne? Weil die Frau kommt ja aus Europa, die Samar, die hat keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan gehabt. Ich gehe nicht jeden Tag bergklettern. Also bis ich oben angelangt bin, waren einige Nägel kaputt. Ich hatte mir meine Schlappen kaputt gemacht. War komplett dreckig. Aber es war eine sehr bereichernde Erfahrung und habe mich auch verletzt mit den Dornen, das sowieso. Sondern sind wir irgendwann oben angekommen, aber immer noch nicht da. Da mussten wir noch mal einiges laufen. Und dann haben wir Wölfe gesehen. Und die meinten, wenn wir einen Wolf sehen, der zu uns kommt, ruhig bleiben und wir gehen dann auf den Baum klettern. Und ich hatte so Schiss, weil ich mir dachte, ich kann nicht auf den Baum klettern, weil die Tannen waren sehr hoch. Wie komme ich denn da hoch? Naja, zumindest sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen. Und die hat da so ein kleines Häuschen gehabt. Und die hat sich ihr Gemüse selbst angebaut. Die hatte Hühner, die hatte Schafen, die hatte auch eine Kuh gehabt, Ziegen, Hasen. Also die hat alles Mögliche an Tieren da gehabt. Die hat auch einen Hund gehabt, die hat viele Katzen gehabt. Und die hat ein ganz anderes Leben geführt als ihre Geschwister, die unten im Dorf, also im Tal halt leben. Es war mehr ärmlich, aber glücklicher.
Also ihr Mann ist ihr Cousin. In Tunesien ist es einfach früher, jetzt nicht mehr mittlerweile, war das gang und gäbe, dass man seinen Cousin heiratet, was ich sehr eklig finde, aber gut, jedem das seine. Die hatte ein Kind, das war stumm. Damals auf einer Feier, auf einer Hochzeitsfeier oder sowas, hat er seine Hand auf dem, wie heißt es auf Deutsch, wo die den Tee drauf machen. Die haben dann unten, also die haben ja immer, die kochen ja draußen auf der Glut, und da hat er seine Finger in der Glut gehabt, hat dann seine Stimme verloren. Und also er konnte seitdem nicht mehr hören und nicht mehr reden. Der ist jetzt mittlerweile 30 oder so. Aber ihm geht's gut. Das sind voll die hübschen Kinder, unglaublich hübsche Kinder. Ich wollte gerade sagen, vielleicht blende ich euch was ein, aber da müsste ich die fragen. Das kann ich gar nicht. Ich bin ja hier live. So, auf jeden Fall trotzdem glücklich. Trotzdem entspannt. Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, also ihren Mann gefragt, was machst du beruflich? Ist so ein schöner Mann. Oh mein Gott. Ich war noch als kleines Kind, fand ich den immer voll schön. Und ich habe den gefragt, was machst du denn? Wo gehst denn du arbeiten? Und seine Arbeit war es, auf Hochzeiten die Trommel zu spielen. Also, dass die da, es gab dann, da hatte Freunde, das war so eine Band. Jeder hatte dann halt sein Musikinstrument. Er hatte dann seine Darbuka, heißt es auch bei uns auf Arabisch, hat dann diese Darbuka gemacht und haben einfach dafür gesorgt, dass auf den Hochzeiten einfach eine gute Stimmung ist. Das war seine Arbeit, die einzigste Arbeit. Die haben so Gottesvertrauen, also bei uns wäre ja dann schon voll die Ängste, ja, aber wenn es keine Hochzeiten gibt, was dann? Und im Winter gibt es ja keine Hochzeiten. So haben die gelebt und die haben es irgendwie geschafft. Die haben es davon, die hatten sehr wenig Geld. Die haben davon gelebt, von den Samen, von Obst und Gemüse, haben die immer schön angepflanzt. Die haben selten Brot gegessen, also wirklich ganz selten, vielleicht alle 2, 3 Wochen mal, wenn sie mal im Dorf waren und Baguette gekauft haben. In Tunesien ist es wie in Frankreich, da ist Baguette Nummer 1 seit mehreren Jahren. Die essen es mindestens 3 Mal am Tag, morgens zum Frühstück. Mittags, egal was es gibt immer Baguette. Essen die Nudeln, wird Baguette mitgegessen, ja, egal was. Zu den Melonen sowieso auch, wird Baguette gegessen, und abends gibt es auch nochmal Baguette. So, warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte? Die näht auch ihre Kleidung und die macht auch ihre Teppiche alleine und sie macht auch ihre Bettdecken alleine. Ja, die hat da so ein Riesengerät gehabt, das hat sie mir dann gezeigt, wie sie komplett alles selber herstellt. So spannend, wie sie ihre Teppiche hergestellt hat. Und mein Onkel hat sie manchmal auf im Jahrmarkt, nicht Jahrmarkt, Sonntagsmarkt hat er die dann manchmal verkauft, dass sie nochmal Geld hatten. Also wirklich komplett Selbstversorger. Für mich gerade jetzt ein Traum. Damals dachte ich, okay, nichts für mich. Jetzt denke ich, oh ja, geil, weil die konnten sich selbst versorgen, komplett selbst versorgen. Wenn die im Winter mehrere Monate oben festgehalten waren, konnte sie sich selbst versorgen. Die haben Früchte getrocknet, die haben Gemüse getrocknet. Die hat vorgesorgt mit dem Getreide, das hat die selber gemahlen. Die hatte so einen dicken, fetten Stein. Wenn ich dieses Jahr hinfahre, ich hoffe, dass ich es schaffe, hinzugehen mit den Kindern. Mal gucken, das würde ich echt so gerne filmen für euch. So, so, so schön, dass es so etwas noch gibt. Das heißt, deswegen gab es auch nicht so viel oft Brot, weil sie nicht jeden Tag Mehl zubereitet und Brot zu machen. Und selbst wenn sie es macht, ist es gesünder als das Baguette, das industriell hergestellt ist. So, warum erzähle ich euch diese ganze Geschichte? Sie war gesund, komplett gesund, die ganze Familie war gesund. Ja, also jetzt meine ich, von was die Ernährung betrifft, die hatten jetzt keinen Bluthochdruck, keinen Diabetes, nichts. Im Dorf, alle meine Onkels, alle meine Tanten haben Diabetes und Bluthochdruck und haben auch nicht das Geld, ständig Medikamente zu kaufen, um dieses Blutzucker, ne, ihren Insulin auszugleichen. Die hatten das Geld nicht. Deswegen sind die immer, haben sie halt immer diese Probleme, und deswegen unterstützen wir halt immer so gut es geht. So, und meine Tante meinte, siehst du nicht, dass mal alle meine Geschwister Diabetes haben? Ich hab's nicht. Und ich so, warum hast du es nicht? Sagt sie, erstens, ich bewege mich hier oben sehr viel, und zweitens esse ich kein Brot, keine Nudeln. Ja, die meint, das essen wir sehr, sehr, sehr selten, dass wir das essen. Oder diese Joghurt, also dieses industriell hergestellte, die kommt ja nicht zum Supermarkt. Also es gibt eh in dem Dorf keinen Supermarkt. Die haben, also mein Onkel hat einen Hanout, heißt das auf Arabisch, so einen ganz kleinen Tante-Emma-Laden, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Und da gehen halt die Leute dann ihr Essen holen, ihr Tomatenmark und ihre Nudeln und so. Und darauf hat sie ja keinen Zugriff. Und hat sie gemeint, deswegen bin ich gesund. Und sie hatte das dann ihren Brüdern erzählt und ihren Schwestern. Die haben ihr kein Wort geglaubt. Die hat gemeint, was glaubt ihr, warum ihr da jetzt so leidet? Finanziell, wegen medizinischer Versorgung, Operationen, ne? Wegen Diabetes, Augen, Füße, die mussten operiert werden. Die sich mit Diabetes auskennen, wissen, dass es Auswirkungen hat auf Füße und Augen. Die meinte, lasst das Baguette weg, lasst das Brot weg und die Nudeln weg. Nur im Dorf sind sie genau wie wir, die gehen alle arbeiten, die haben keine Zeit, das Gemüse anzubauen und so weiter. Also es gibt ein Symptom, die Krankheit, aber die Ursache haben die Leute nicht wirklich erkannt oder wollten sie auch nicht wirklich sehen. Und jetzt schwenke ich zurück zu unserem Thema mit den Blockaden. Die haben immer eine Ursache und wir sehen nur, wie heißt das Wort?
Wir sehen nur die Konsequenzen im Alltag, dass wir uns wertlos fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir machen was falsch, wir sind nicht diszipliniert, die anderen sind besser. Sie hat es auch einfacher. Ja? Das war früher ein Glaubenssatz von mir. Die hat mehr Geld oder mehr Erfolg, weil sie es einfacher hat. Ihre Eltern unterstützen sie, ihr Mann ist nett zu ihr und unterstützt sie mit den Kindern und was weiß ich was. Das ist eine Botschaft an mein Unterbewusstsein, dass bei mir nicht so ist. Ja? Mein Mann unterstützt mich nicht so im Haushalt, weil er den ganzen Tag arbeitet. Ich mache komplett alles alleine. Also kann ich es nicht schaffen, so erfolgreich zu sein wie die andere. Und dann wird mein Unterbewusstsein eine Mauer erstellen, eine Blockade erstellen, eine Überzeugung, dass es für mich nicht möglich ist, so zu sein wie sie. Das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Ne? Es gibt immer irgendwo eine Ursache, die dafür sorgt, dass ich im Außen eine Erfahrung mache, die mir nicht dient. Ich hoffe, dass ich das jetzt gut auf den Punkt gebracht habe. Und in dem kommenden Programm jetzt im Juli gehe ich das mit euch durch. Ich zeige, ich gehe mit euch die Ursachen durch, weil es gibt verschiedene Ursachen, die man schon benennen kann, wie jetzt zum Beispiel dieses Baguette-Essen und so weiter in dem anderen Thema. Also es ist ein anderes Thema natürlich, was manifestieren, energetisches Manifestieren und Geldfluss aktivieren betrifft, sind das andere Themen. Die gehe ich aber mit euch durch. Jedes einzelne gehe ich mit euch durch und zeige euch, das kann es sein und das kann es sein, mit Beispielen. Und 100% von denjenigen, die dabei sein werden, werden mindestens eins auf sich finden. Mindestens. Es werden aber mehrere sein. Das heißt, wir gucken uns die ganzen Ursachen an, die uns null bewusst sind. Die ganzen dunklen Flecken. Und ich gehe mit euch diese Gesetze des energetischen Manifestierens durch. Und glaubt mir, es werden Sachen dabei sein, die du nicht kennst. Einiges. Die aber auf jeden von uns zutreffen, weil wir sie im Alltag verkehrt nutzen. Beziehungsweise, weil wir sie gar nicht bemerken. Das hätte ich hier noch geschrieben, was sind Glaubenssätze, aber die hatte ich mit euch schon durchgemacht. Ah ja, noch ein Thema. Das ist noch ein Thema. Wann geht's los? Das geht los Mitte Juli, glaube ich. Warte mal, ich habe es mir noch hier aufgeschrieben. Am 18. Juli um 18 Uhr. Mit Aufzeichnung natürlich. So, jetzt werde ich hier angerufen. Ich hoffe, dass es nicht stoppt. Es gibt 6 Live-Aufzeichnungen. Es werden aber auch Videos mit dabei sein. Es geht 3 Monate. Ich habe noch erstmal überlegt, dass ich es wirklich. Erstmal dachte ich, ich mache es eine Woche, mache ich jeden Tag Videos. Aber dann dachte ich mir, nein, das geht nicht. Ich kann es nicht für eine Woche machen, weil ihr dann nicht ins Umsetzen kommt. Ich habe jetzt so oft Kurse angeboten und ich glaube, das Kürzeste war, ich glaube, 6 Wochen. Und das ist das Mindeste, was ich euch anbieten kann. Ich werde es 3 Monate machen mit euch zusammen live. Weil in diesen 3 Monaten bleibt man dran. Weil ihr bekommt ja auch Aufgaben, die ihr zu tun habt. Das ist nicht so, dass einfach nur konsumieren und raus, sondern da gibt es eine Aufgabe, die du zu tun hast bis nächste Woche. Oder alle 2 Wochen. Wir machen alle 2 Wochen. Und dann, wie ist es gelaufen? Ne? Was hast du für Feedback? Wo gibt es noch Sachen, die du nicht verstanden hast? Und dann kann man das einfach tiefer integrieren, bis in die letzte Zelle tief integrieren. Also wenn ich einfach nur eine Woche mache, dann sind welche, die sind nicht dabei, die haben es nicht geschafft, die gucken sich die Aufzeichnung nur halb an. Das bringt nichts. Ich will das richtig, richtig machen dieses Mal. Und ich bin da voll mit Freude dabei, weil ich auch selber wiederhole und selber daran nochmal wachse. Ich bin zwischendurch dann auch im Urlaub. Das heißt, da wird es nochmal eine kleine Pause geben. Was heißt eine kleine Pause? Wir haben eh 2 Wochen dazwischen. Und ich werde wahrscheinlich 10 Tage weg sein. Zu der besagten Tante. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe hinzugehen, weil meine Kinder, ich will die bei niemandem Fremden lassen. Und ob ich das schaffe, den Weg dahin zu gehen. Wie gesagt, der ist ja auch gefährlich wegen den Wölfen und so. Darf ich mal schauen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wenn mein Mann auf die Kinder aufpasst, dann wird es schon klappen. Ja, ist manchmal anstrengend, auf die Kinder aufzupassen, wenn man da ist, weil da gibt es einfach viele gefährliche Sachen. Wie gesagt, Skorpione, da gibt es Schlangen, ja. Also da haben wir ja ein Haus und dann haben wir öfters einfach die Schlange, die Haut, wenn die sich gehäutet, an der Fensterbank gesehen. Und da will ich meine Kinder nicht einfach auch nicht bei meinem Mann lassen. Er passt auf, aber mein Gott, das sind 3 Jungs, die rennen da rum. Naja, mal gucken. Genau, das heißt, diese 3 Monate, einige von euch werden ja auch im Urlaub sein, aber trotz allem, es gibt Unterlagen, die ihr dann bekommt. Online. Die Aufzeichnung. Dann gibt es auch nochmal Bonus. Und es gibt Q&A. Das heißt nochmal extra nur, wo wir auf die Fragen, wo ich auf die Fragen mit euch eingehe. Ich möchte gerne dabei sein, fliege in den Urlaub. Ja, es wird sich lohnen. Also wenn du an deinem Thema arbeiten möchtest, energetisch manifestieren und Geldfluss aktivieren, lohnt sich das trotzdem. Ich weiß gar nicht, wann wir jetzt in Urlaub fliegen. Wir haben noch gar nicht gebucht.
Aber das würden wir nochmal absprechen. Ja? Also ich würde das mit euch dann sowieso nochmal im Live dann absprechen und dass wir das dann nochmal nach hinten verschieben. Es kommt natürlich, habe ich jetzt das Programm auch sehr schlau gewählt, mitten im Urlaub. Eigentlich voll doof, weil viele im Urlaub sind. Aber ich wollte jetzt damit rausgehen. Ich wollte unbedingt damit rausgehen, jetzt schon. Und es gibt ja, wie gesagt, auch die Aufzeichnungen. Und ich werde aber auch für diejenigen, die gar nicht live dabei sein konnten, ich werde gucken, dass wir einen Termin finden, wo wir eine Q&A machen, also eine Fragen-Antworten-Runde, wo alle live dabei sein können. Das werde ich mit euch absprechen. Und dann machen wir nochmal einen Termin aus. Also ich will niemanden, der jetzt mit im Programm ist, einfach so im Stich lassen und sagen, ja, Pech gehabt, warst nicht da, musst du jetzt irgendwie nachholen alleine. Ja, hol es alleine nach. Und wir gucken, dass wir gemeinsam nochmal Termine finden. Ne? Wenn es nicht ein Termin ist, dann sind es halt zwei Termine oder drei, wenn nicht alle unter einem Nenner kommen. Und dann bin ich auf jeden Fall für dich da. Also ich werde dich da nicht irgendwie im Stich lassen. Genau. Was wollte ich euch noch erzählen? Ah ja, das hatte ich eben auch schon erwähnt. Dieses, wir leben unser Leben mit Verhaltensweisen und die wir nicht hinterfragen. Und diese Verhaltensweisen sind ja auf Blockaden und Glaubenssätze. Wir hinterfragen sie nicht. Und das, was mich sehr traurig macht, und ihr wisst, das ist ja ein Herzensthema, weil ich es bei meinem Vater gesehen habe, man läuft dann mit so einem niederen Selbstwert rum und denkt, weil ich nicht gut genug bin, weil ich nicht diszipliniert genug bin, andere wissen es besser, andere machen es. Das ist alles Energie. Es ist alles Energie. Du kannst jetzt mein Programm nehmen und kopieren. Du kannst meine Videos nehmen und kopieren. Und du wirst nicht das Gleiche bekommen, weil eine Kopie wird eh nie original sein. Nie. Es geht darum, an deiner Energie zu arbeiten, dass du ein Original bist, für dich, für alles, ne, für dein Unterbewusstsein. Und das kann man ja nicht fälschen. Und erst wenn du da dran bist, dann ist es egal, was du. Leute, ich habe in meiner Familie studierte, ich habe in meiner Familie nicht studierte. Ich hatte mit meinem Mann erst letztens noch drüber gesprochen. Er hat einen entfernt verwandten Angeheirateten, der auch den gleichen Nachnamen hat wie ich, aus meinem Mädchenname. Ich heiße ja Afawi mit meinem Mädchennamen. Er heißt auch Afawi. Auf jeden Fall. Der ist null gebildet, also was heißt gebildet? Er war nie in der Schule. Super erfolgreicher Mann. Er kann auch nicht mal richtig lesen und schreiben. Der hat, ich glaube, drei Häuser. Auf jeden Fall hat er zwei und ich glaube, das dritte ist auch schon fertig. Das sind keine Häuser, das sind Villen. Der hat Geschäfte aufgebaut, wo ich mir denke, okay, darauf würde ich nicht kommen. Ich würde darauf nicht kommen. Ich hatte von ihm schon mal erzählt, weil er an Ramadan zum Beispiel, er hat so ein ganz, ganz kleines, wie heißt es auf Deutsch, Hanut wieder, so einen kleinen Laden hat er, wo er Hühner verkauft, also er rupft sie, macht sie komplett fertig, dass man sie einfach nur kauft und kochen kann. Damit macht er schon sehr viel Geld. Dann an Hochzeiten sorgt er dafür, dass die Stühle bekommen, dass die Dekoration bekommen. Also er geht hin in den Laden, fragt nach, leiht sie sich aus, leiht sie weiter an die Hochzeitsvorbereitungsleute, teurer dann, dass er das Geld bekommt, weil die nicht die Zeit haben, in die Stadt zu fahren, um sich das auszuleihen. Und er hat so verschiedene Sachen, also viele verschiedene Sachen, die er macht, und hat damit sehr viel Geld gemacht. So, und dann gucke ich mir das an und meinte zu ihm, und der ist studiert, der war 20 Jahre in der Schule, insgesamt, von der ersten Klasse bis zum Schluss. Und hat nicht ein einziges Haus, warum? Und kann sich noch nicht mal das und das leisten, warum? Also ist es nicht Bildung? Ich sage immer zu meinem Mann, das ist nicht die Bildung. Dass wir aufpassen, die Kinder nicht zu erniedrigen, wenn sie nicht so gute Noten vorbeibringen oder wenn sie keinen Bock haben zu lernen. Weil es ist nicht die Bildung, es ist die Energie. Unter anderem die Energie. Und ich habe hier Nachbarn, kann sein, dass sie auch zuschauen, aber ist auch egal, die im Handel arbeiten, Kauf, Verkauf und sehr viel Geld damit machen. Und schau mir das an, wenn du die siehst, würdest du das niemals denken. Du würdest die voll unterschätzen. Deswegen sagt man ja immer, never judge a book, aber about his cover, also verurteile oder wie heißt das auf Deutsch? Schätze nie ein Buch ein, nach dem, wie es von vorne aussieht. Weil du siehst es und denkst, in Wirklichkeit, wenn du wüsstest, was die da alles haben, was sie sich alles leisten können, das kann ein Rechtsanwalt nicht und das kann auch kein Arzt. Und ihr wisst das auch. Aber in unserer Gesellschaft ist leider immer noch ganz viel, wird ein Arzt und ein Anwalt und so werden ganz hoch geschätzt. Und dann kommt manchmal so ein 20-Jähriger dann. Verdient das Zehnfache von denen, was sie verdient haben, nachdem die so lange studiert haben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Okay, ihr Lieben, also, ihr könnt mir gerne auch nochmal dann eure Fragen reinschicken über Instagram. Der Kurs oder die Schulung beginnt am 18. Juli um 18 Uhr. Das sind 3 Monate. 444 Euro ist deine Investition, wenn du mit reinkommen möchtest. Die wirst du sowieso wieder rausbekommen, glaub's mir. Ich hatte überlegt, das für 1444 anzubieten, weil es sehr viel mit dir macht und ganz viel in deiner Energie verändert.
weil es auch mit mir sehr viel gemacht hat und sehr viel verändert hat. Und dann dachte ich mir, okay, dass die Leute erstmal reinkommen und mir vertrauen, geh mal runter mit dem Preis. Ich meine, viele von euch haben schon viele Kurse von mir gemacht die letzten Jahre, vertrauen mir schon, aber es sind auch viele neue Zuschauer dabei. Also erstmal so ein bisschen klein starten, komm rein, schau, was es mit dir macht. Schau, was es mit dir macht. Es wird mit dir vieles machen, weil es einiges verändert. Veränderst du deine Energie, verändert sich im Außen, wie die Umwelt auf dich reagiert. Und in dem Programm geht es darum, diese Blockaden, diese Mauern runterzureißen, dass wir sie zum Bröckeln bringen. Wir bringen sie erstmal zum Bröckeln ganz am Anfang. Wir können die nicht direkt runterreißen, manche schon. Aber die meisten bröckeln wir erstmal. Und wenn es anfängt zu bröckeln, merkst du schon, wie es reintropft. Und dann merkst du, okay, das bringt dir wirklich was. Dann bist du auch motivierter, weiterzumachen. Und es geht nicht darum, dir einfach nur Wissen zu geben. Es ist kein Infokurs. Es ist ein Mitmachkurs, das ist eine Schulung, eine richtige Schulung. Ich würde so gerne ein Seminar anbieten, wo ich euch auch sehr umarmen kann, wo wir uns in die Augen schauen, wo wir miteinander reden können, wo wir wirklich den ganzen Tag zusammen sind, mehrere Tage. Das wäre richtig schön. Das würde ich ganz gerne hier in Frankfurt mal anbieten und das wird auf jeden Fall kommen, wo wir wirklich zusammen sind. Das ist eine ganz andere Energie. Eine ganz andere Energie, als wenn wir es jetzt hier online machen, weil ihr seht ja mich hier hinter der Kamera. Aber wenn wir uns live sehen, ist es ganz anders. Okay, ihr Lieben. Ich werde auf jeden Fall nochmal live gehen mit weiteren Informationen und auf die Fragen, die noch kommen, die werde ich dann auch nochmal beantworten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Es ist draußen 31 Grad bei uns hier in Frankfurt. Deswegen hier so dünn angezogen. Bis dann.